Herzlich willkommen zurück zu Horizon Zero Dawn. Wir sind mit Erend unterwegs. Und gucken mal, wo das Ganze hinführt. Wir folgen den Wagenspuren. Versuchen, seine Schwester wiederzufinden. Ist er noch dabei? Er ist noch dabei und ich hoffe, er ist eine größere Hilfe als in der letzten Folge. Sie wollten Ersa tot sehen. Aber warum dieser Aufwand? Da steckt mehr dahinter. Und wir finden es heraus. Jawohl. Wir müssen es herausfinden. Cool. Das sieht schick aus. Ist das eine Achterbahn? Nee, ist keine Achterbahn. Oder? Nur so aus. Teilscherben. Lila. Haben wir hier. Aha, ein altes Gefäß. Yay, wir haben ein Gefäß gefunden. Oh, da müssen wir das sofort angucken. Jetzt haben wir schon von Set 3 zwei Gefäße gefunden. Na, vielleicht schaffen wir ein Set. Ja. Folge den Wagenspuren. Aber ich bin doch gespannt. Liegt hier noch mehr, was wir vielleicht entdecken können? Mehr Sammelgegenstände. Ich markiere mal wieder die Spur. Das ist beim Speichern und Neuladen dann wieder rausgefallen. Aber wir werden natürlich noch unseren Medizinbeutel nicht voll machen damit. Sowas mag ich ja. Das sind keine Schatten, Karja. Die sind von meinem Stamm, Osseram. Ist das bei euch eine normale Begrüßung? Scheinbar nicht. Oh, wir haben mal wieder so ein richtig... Warum nicht? Menschen brennen gut. Aber den müssen wir erstmal. Was hält er denn aus? Was hat der denn ausgehalten? Ich bin ja mal wieder ein bisschen. Was haben die denn für Geräusche? Knapp vorbei! Ah, knapp vorbei, hat er recht. Er hat aber getroffen. Ja. Noch mehr? Da hinten soll noch einer sein. Okay. Ich loote jetzt erstmal noch den. Ein reflektierendes altes Amulett. Ja. So, was haben wir denn mit dem Erledige die Angreifer? Da muss doch auch noch irgendwie einer sein. Aber da steht, dass da noch Angreifer sind. Erin sieht auch keinen mehr. Da muss ich doch irgendwie hochkommen. Da sind Schnüre. Da hingehen. Wo komme ich denn da hoch? Da irgendwo hochklettern? Also ich würde gerne da oben drauf. Nee, kann ich nicht. Ich kann da nicht hoch. Okay, das ist eher so eine Leim, also eine Zipline, so eine Schnur, auf der man dann wieder runterrutscht. Dann knallt man dagegen und dann landet man wieder auf dem Boden. Ha, sehr nützlich. Sehr nützlich, aber nicht hilfreich. Aber doch, hilfreich schon. Da hätte ich mir Unrecht getan. Diese Klettermechanik. Du kannst nur da hochklettern, wo das anders eingefärbt ist, sonst geht das nicht. Egal, ob du es schaffen würdest oder nicht. Okay, dann gehen wir halt da einmal außen rum. Das ist aber nicht Erend, oder? Doch, das ist Erend. Uns hier noch mal um. Dass das jetzt auch noch Nacht ist. Das nehme ich mit. Dann gehen wir halt hier einmal außen. Was ist denn das? Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das größte Problem ist, die Angreifer zu erledigen. Oh, hat er es geschafft, runterzukommen?
Oh, da passiert was. Ja, wir gehen aber wieder zurück, ne? Ach, wie schön. Ist das Medizin? Oder in den Maschinen? Ah, jetzt passiert dann mal was. Warte mal, wie rum bin ich jetzt? Verdammt. Ja, doch, ist richtig. Ach, da ist auch der Karren. Haken schlagen! Wir müssen unberechenbar bleiben! Ja, seid ihr mal unberechenbar? Ich renne da mal ein bisschen ab. Ein bisschen tiefer. Hier, ihr Mistkerle! Und komm doch mal runter da. Hier ist da oben, schießt die ganze Zeit gegen die Wand. Und ich komme da nicht hin. Komm da nicht ran. Nee, ich komme da nicht. Das ist. Guck mal, vielleicht da hier irgendwie kommt hoch. Aua. Moment, aber wenn du mich treffen kannst, dann kann ich auch dich treffen. Was ist das? Ich glaube, es ruft Maschinen her. Halt dich bereit. Och nö, jetzt keine Maschinen. So schnell ihr könnt. Los geht's! Ich mach das aber lieber aus dem Verborgenen, Erend. Oh, du bist... Auch wieder so einer, ne? Schön stillhalten, Kollege. Das war nix. Eben. Au. Lalalalala. Ui. Ach, das sind zwei. Das ist ja schön. Sagen, das machen wir gleich nochmal, ne? Sehe nix. Ah, das ist mein Medizinbeutel gleich wieder leer. Oh. Schön rollen. Hier sieht er mich? Immer schön leise. Kann ich die eigentlich überbrücken? Und die andere Frage ist, haben wir jetzt eine Maschine schon erledigt? Ich meine nämlich schon. Oh, schade. Das Gesicht getroffen. Aber das ist schon mal ganz gut. Wir müssen Richtung Erend laulen. Aua. Keine Munition. Wir haben schon wieder fast keine Kabel mehr. Okay, sehr schön. Osheram. Keine Schatten, Karja. Ich lag wohl mit allem völlig falsch. Wie immer. Bitte, benutz dein zweites Gesicht. Ich muss wissen, was wirklich passiert ist. Schon dabei. Klar. Vorher werden wir aber looten. Die Wüste waren das. Okay, das heißt, es gibt wieder kein Brüllrückenherz. Logischerweise. Hier nicht noch ein zweiter rumliegen? Ja.
Plus 30% Eis. Den Spulen müssen wir uns dann auch mal wieder ein bisschen beschäftigen. Nach der Quest. Anscheinend kann man etwas auf dieses Ding montieren. Nein, da komme ich nicht hoch. Ach, jetzt. Da, bei dem Stativ. Eine verbrauchte Energiezelle. Eine Vorratskiste. Oh, eine Vorratskiste. Was ist denn eine Vorratskiste? Irgendwo soll hier eine verbrauchte Energiezelle sein. So viel Blut. Diese Felsen wurden zerschmettert. Irgendwas hat diese Steine getroffen. Etwas, das ich noch nie gesehen habe. Haben die eine Energiewaffe? Hier sind viele Menschen gestorben. Ein Massaker. Ah, das war noch nicht alles, was wir entdecken sollten. Das sieht nach Waffen der Garde aus. Es ist kein Blut daran. Ersas Männer haben sich nicht gewehrt. Tja. Wie auch, wenn sie erschossen wurden. Achso, da sind die Verstorbenen. Das hier hat die Maschinen hergelockt. Was haben wir denn noch Schönes? Das was wir schon. Sind das für Lederriemen? Nee, die Lederriemen haben wir noch nicht. Riemen einer Rüstung. Mit einem Messer durchtrennt und ein Stein mit Blut daran. Okay, wir können mit ihm reden. Das ist Ersas Helm. Sie starb nicht unten auf dem Feld. Es geschah hier. Die ganze Trickserei. Wozu? Als ob sie mich damit quälen wollen. Ich habe eine Theorie. Aber man braucht etwas Vorstellungskraft. Deine Theorien stimmen eher als die Fakten anderer. Na gut. Ich glaube, die Osaram griffen sie mit einer neuartigen Waffe an. Sie montierten sie auf dem Stativ dort. Sie gibt Kraftwellen ab oder vielleicht auch Schall. Sie hat den Stein hier zerstört. Ich glaube, sie lähmt ihre Ziele, anstatt sie zu töten. Die Garde ging hier zu Boden. Kein Blut an den Waffen. Kein Kampf. Aber warum lähmen, um sie woanders dann doch noch umzubringen? Sie wollten etwas verbergen. Hier, ein blutiger Stein. Mit dem sie Ersas Schädel einschlugen. Oder jemand anderem. Die Lederriemen wurden durchtrennt, als hätten sie jemandem die Rüstung abgenommen. Das kann nicht sein. Ihre Leiche ist in Meridian aufgebahrt, ganz sicher. Und ihr Gesicht war kaum zu erkennen. Vielleicht zogen sie jemand anderem ihre Rüstung an, jemandem von ihrer Statur. Richteten ihn so zu, dass es jeder sein könnte. Sogar Ersa. Geh zurück nach Meridian. Sieh dir die Leiche nochmal an. Ist es wirklich Ersa? Liege ich falsch? Aber wenn nicht... Dann könnte meine Schwester noch leben. Ich gehe. Triff mich dort, wenn du es schaffst. Und so ging er dahin. Ja, Quest abgeschlossen, ist sogar eine Hauptquest. 2330, reicht das für einen Aufstieg? Ja. Sehr schön. Wir haben Stufe 22 erreicht. Wir wollten aber als nächstes hier weitermachen. Fallen entschärfen. Oder? Nee, wollten wir nicht. Chance auf mehr Rohstoffe beim Plündern von vernichteten Maschinen. Ja, sowas. Genau, hier wollten wir weitergehen. Perfekt.
Perfekt. Wir haben sogar noch Schatzkisten. Die werden wir natürlich auch einfach mal aufmachen. Warte, das war nicht das, was ich mir erhofft habe. Okay, da sind wir leider voll. Aber die können wir später noch auspacken. Das ist doch gut. So, dann haben wir jetzt hier wieder unsere ganzen Aufträge. Und ich wollte gucken, wie das mit den Spulen aussieht, die wir gerade ausgerüstet haben. Oh, hier sollten wir vielleicht mal... Den haben wir auch gerade ausgerüstet. Ach, wir waren das herstellen. Genau. Wie sieht sie aus? Haben wir hier noch eine Spule verfügbar? Ja, haben wir. Mehr Schaden und Handhabung. Und mehr Abriss. Ist doch gut. Sprengfalle haben wir schon alles ausgerüstet. Den Bogen könnten wir eigentlich auch noch versehen mit Sachen. So. Wie sieht es bei der Rüstung aus? Da hätten wir... Also wir haben mehr Feuerschutz, mehr Nahkampfschutz und mehr Eisschutz. Das ist eigentlich gut. Das ist auch besser als das, was wir da jetzt gerade haben. Gut. Tragekapazität könnte man nochmal gucken, aber wir haben gerade eher nicht das Problem. Jägerbogenköcher. Oh. Ne, der Scharfschussbogen ist das, den wir haben, glaube ich. Oh, na gut, da brauchen wir aber Waschbärknochen für. Egal, wir haben ja den anderen Bogen jetzt auch mal wieder benutzt. Dann würde ich sagen... Ja, passt gerade ganz gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir können nochmal gucken, dass wir schon mal die nächste Folge planen. Da wollten wir jetzt ja nicht zum Sonnenpalast gehen, mit Irren weitermachen, sondern ich würde schon gerne weiter hier nach oben gehen. Und da ist das nächste, was auf dem Weg liegt, die Reichenberaum. Gucken wir nochmal, welche Quest das ist. Das ist eine Nebenquest. Ein dreister Diebstahl am helllichten Tag hat einen Adligen um ein wertvolles Erbstück gebracht. Wie wurde er zum Opfer und warum? Das machen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.